Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV. Und naja, wir haben heute mal einen bunten Themenmix zusammengestellt. Wir reden über Funktürme. Zu denen hat man ja in Berlin einen ganz besonderen Bezug. Wir reden über Autos und zwar über den deutschen Börsengang von Auto 1. Wir sprechen nach und aufgrund eines persönlichen Einkaufserlebnisses am vergangenen Wochenende mal kurz über LVMH und wenden uns dann auch kurz Zalando zu und so einen Mini-Blick werden wir auch auf Amazon richten. Und am Ende der Sendung werden wir dann nochmal bei Autos in irgendeiner Form angekommen sein und reden über Wasserstoff. Da gibt es einen ETF, der relativ frisch ist und der schon eine spannende Bewährungsprobe seines Indexkonzeptes hinter sich bringen muss. Das alles in den nächsten 60 oder so ähnlich Minuten mit Christian Viröhl und mit mir. Mein Name ist Tobias Kramer und wie immer am Anfang einer Sendung geht es jetzt weiter mit dem richtig Disclaimer mit Christian. Tja, hallo, der Disclaimer ist natürlich auch heute wieder dabei, denn es bleibt dabei, alles was wir hier machen ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinungen kund und das heute nicht zu knapp. Was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen übernehmen können, die ihr hier eingeblendet seht und natürlich auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge findet. Wer es immer noch nicht weiß, www.echtgeld.tv, das ist unsere Anlaufstelle, wo ihr nicht nur die Dokus zu allen Sendungen findet, sondern natürlich euch auch anmeldet für unseren Newsletter, damit ihr immer die Einladungen bekommt zu den Sendungen und zum Q&A. Danach zur lustigen und bisweilen ziemlich ausladenden Fragestunde mit Tobias und mir und einer hohen dreistelligen Anzahl von Gästen. Ebenfalls mit dabei, wie immer, unser Sponsor Scalable Capital mit dem Scalable Broker. Und dort habt ihr immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder ganz flexibel handeln für 99 Cent die Order oder das Abo-Paket 12 Monate für 2,99 im Monat und dann unbegrenzt handeln, unbegrenzt investieren, unbegrenzt sparen. Naja, begrenzt nur durch eure Mittel, aber ihr habt die freie Auswahl aus mittlerweile 5000 Aktien und über 1300 ETFs und mittlerweile auch ganz neu dabei einigen ETPs auf Kryptowährungen, unter anderem die 21 Shares auf Ethereum, die 21 Note auf Bitcoin. Die kennt ihr ja schon, die haben wir im Echtgeld-Depot. Genau, und die kommt auch immer ganz oben, weil über die 21 ist es oben eingruppiert. Und wenn ihr darüber hinaus auch mal ein bisschen andere Orders platzieren wollt, denkt dran, ihr könnt das Ganze auch auf Xetra platzieren. 5,49 kostet es da und wenn ihr den Prime Broker habt, dann nutzt vor allen Dingen die Sparpläne, die es bei Scalable in zunehmender Anzahl gibt. Und wenn es da mal was nicht gibt, dann schreibt bitte eine E-Mail an das Scalable-Team. Nehmt uns bitte maximal auf CC. Wir haben in der letzten Woche aus irgendwelchen Gründen recht viele Mails mit ein paar Nachfragen bekommen. Die schicken wir jetzt gesammelt weiter. Aber für den Prozess insgesamt dienlicher ist es, wenn ihr direkt an Scalable das Ganze schickt und nicht an uns, denn da bleibt es dann erstmal ein bisschen liegen, weil wir ja hier nicht die Servicestelle für Scalable sind. Das machen die nämlich selber. Und ansonsten gilt wie immer von 1 und 1 Drillisch bis hin zu Zoom, unserem freundlichen Übertragungsdienstleister der Live-Veranstaltung, könnt ihr in die Sparpläne investieren. Und was sonst noch so dazwischen mit dabei ist, guckt einfach nach. Und wenn euch was fehlt, wie gesagt, wendet euch an Scalable. Der Link zum Konto ist unterhalb dieses Videos angebracht und jetzt legen wir los mit unserem Themenmix. Und beim Themenmix geht es jetzt zunächst mal um den, naja, um einen der größeren Börsengänge der letzten Zeit, um natürlich den größten Börsengang in Deutschland in diesem Jahr. Aber da das Jahr noch einigermaßen frisch ist, ist das auch nicht so schwer. Aber wir reden hier immerhin über ein Unternehmen, was mit dem Börsengang etwa 12,1 bis 12,6 Milliarden Euro Marktkapitalisierung auf die Börsenwaage bringen wird. Es ist ein Teilverkauf eines Unternehmens von Vodafone,
nämlich des Teils, wo die Funktürme im Grunde genommen betrieben werden oder drunter laufen. Die Funktürme, Vantage Tower heißt das Ganze, es ist der und die zweitgrößte Funkturmgesellschaft Europas. Und die sind jetzt gerade dabei, an die Börse zu gehen. Am Tag nach der Aufzeichnung dieser Sendung wird es die erste Notiz geben. Also heute ist der 17.3., am 18.3. ist der Börsengang erfolgt. Und Christian, der Börsengang läuft im Moment in dem unteren Bereich der Bookbuilding-Spanne ab. 22,50 bis 29 war so angesagt. Jetzt ist auf 24 bis 25 verengt worden. Was sagst du dazu, was den Kapitalmarkt, die Kapitalmarktreaktion anbelangt? Ist doch super. Ich freue mich darüber. Total. Weil es gibt's zeigt, günstiger? Es zeigt vor allem eins. Es ist an der Börse doch noch Vernunft bei Börsengängen. Das wird ja bisweilen in den USA so ein bisschen überlagert, wenn du diese Partys siehst. Neue Firma geht an die Börse und sofort Zeichnungsgewinn 100% und dann nochmal 50% drauf in der ersten Woche, bevor dann irgendwann so die Party langsam abebbt und Leute anfangen zu überlegen. Hier wird in der Tat schon mal überlegt, bevor gezeichnet wird. Also mit dem wunderbaren poetischen Wort, allem Anfang wohnt ein Zauber inne, ist es hier nicht so weit her. Die Aktie war ja im Handel per Erscheinen bei Lang und Schwarz schon bei 31. Da hatte man ja spekuliert, ach, oberes Ende der Bookbuilding-Spanne und da geht dann noch was. Jetzt ist die Ernüchterung da. Wahrscheinlich geht das Richtung 24 und ich muss sagen, sehr, sehr realistische Geschichte am Kapitalmarkt. Vodafone wurde hier zurechtgestutzt, denn man muss ja ganz klar sagen, das hier ist kein Börsengang, wie man ihn sonst immer sieht, dass Geld in die Firma geht, dass eine Kapitalerhöhung platziert wird, dass neue Aktien angeboten werden, das Unternehmen also etwas davon hat. Nein, diejenigen, die etwas von diesem Börsengang zuallererst mal haben, das ist Vodafone. Bislang sind sie 100% Eigentümer und sie werden bis zu einem Viertel der Aktien verkaufen. Bei 12 Milliarden können wir es uns also ausrechnen. 3 Milliarden, nun gut, die können sie ganz gut gebrauchen. Wobei, ob 3 Milliarden mehr oder weniger, sprechen wir gleich auch noch drüber, bei 70 Milliarden Schulden, naja, fällt das auch nicht so stark ins Gewicht. Aber da sieht man schon, das ist ein Börsengang, wo ein Unternehmen, in diesem Falle Vodafone, überlegt hat, was haben wir denn hier, womit wir mal schnell die gute Börsenstimmung ausnutzen und Kasse machen können. Nun, und da ist man auf die Funktürme gekommen. Und bei solchen Börsengängen muss man als Anleger natürlich immer extrem skeptisch sein und dass die institutionellen Marktteilnehmer, die im Bookbuilding ja für den Preis auch verantwortlich sind, die wesentlichen Zeichnungsaufträge geben, das so machen, ist ein gutes Zeichen für die Qualität des Marktes. Ein anderes Zeichen für die Qualität oder auch die Aufnahmebereitschaft des Marktes ist, dass dieses Unternehmen ja eigentlich so mit 18 oder in den ganz feuchten Träumen im Vodafone-Management auch mit jenseits von 20 Milliarden Marktkapitalisierung an die Börse gebracht werden sollte. Davon ist man und musste man deutlich zurückrudern, was auch an den Kursveränderung der bereits notierten Mobilfunkunternehmen oder der, wie du es überschrieben hast, der Mobilfunkmasten an der Börse getan hast. Cellnex und auch American Tower haben von ihren Höchstständen noch vor ein paar Wochen einigermaßen spürbar nachgegeben. Crown Castle ist stabil geblieben, aber so im Gesamtkontext sind das alles Unternehmen, wenn man sich beispielsweise mal mit dem Blick auf das Price-Sales-Ratio, also das Kursumsatzverhältnis, das Ganze anschaut, bei Unternehmen, die im Bereich von 12- bis 15-fache Umsatzbewertung einigermaßen ambitioniert bezahlt wirken. Wie siehst du das? Naja, also ich bin mit dieser Umsatzbewertung hier ein bisschen unglücklich, also insbesondere, wenn wir uns auch vergegenwärtigen, dass American Tower Corporation und Crown Castle ja REIT sind und wir natürlich als sehr wesentlichen Faktor auch immer die Finanzierungskomponente haben, finde ich persönlich die Relation aus Enterprise Value, wo also auch die Netto-Schulden eingehen, und EBITDA, sprich operativem Ergebnis, ein bisschen sinnvoller. Und da muss man einfach sagen, ja, da liegen wir
obwohl die Kurse zurückgegangen sind, immer noch im Wettbewerb bei Preisen zwischen 22-fachen und 25-fachen. Das ist sehr, sehr ordentlich. Gemessen daran ist Vantage Tower jetzt natürlich deutlich günstiger. Es ist relativ schwierig, die Zahlen richtig einzuordnen. Auch da merkt man, das ist mit heißer Nadel gestrickt. Das Unternehmen wurde halt schnell zusammengesetzt. Folglich gibt es für 2020, also das Geschäftsjahr, was am 31.03.2020 änderte, ein pro forma Abschluss nur, und dann gibt es halt für die Zeit danach nur einen 9-Monats-Abschluss. Dann gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen EBITDAs mit unterschiedlichen Bereinigungen. Da kann man sich dann das raussuchen, was man möchte. Und je nachdem, wenn man das dann mit dem Emissionspreis mal abgleicht, dann kommt man etwa auf Multiples zwischen 14 und 17, also deutlich günstiger als das, was wir bei American Tower sehen. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt fulminante Unterschiede auch in der Qualität zwischen American Tower und Vantage Towers. Denn insbesondere, also American Tower ist weltweit aktiv, eben nicht nur in den USA. Sie haben beispielsweise die meisten Mobilfunktürme in Indien, was natürlich auch ein hochspannender Wachstumsmarkt ist, sind viel, viel breiter aufgefächert, haben mehr als doppelt so viele Mobilfunkmasten insgesamt, und sie haben pro Mast, wie auch die anderen Wettbewerber, mehr als 2 Mieter, während diese sogenannte Tenancy Rate bei Vantage Towers gerade mal bei 1,37 steht. Da kann man natürlich sagen, ach Mensch, da ist ja ein toller Skalierungseffekt. Ja, muss man aber erstmal hinkriegen. Vor allen Dingen weiß ja noch keiner, wie sich Vantage Towers eigentlich als eigenständige, in Anführungszeichen, Firma am Markt denn schlagen wird. Noch ist man ja 75% Vodafone. Da sind sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen, auch im Zahlenwerk. Insofern, da ist ein drastischer Bewertungsabschlag auf jeden Fall gerechtfertigt. Ein positives für die Anleger, die gerne etwas zurückbekommen. Immerhin hat man sich schon im Börsenprospekt zu einer Dividendenzahlung bekannt. Die wird auch schon im Juni erfolgen. 280 Millionen Euro sollen ausgeschüttet werden. Das heißt also 55 Cent macht bei einem Kurs von 24 Euro etwas mehr als 2%. Nicht viel, aber immerhin Commitment, wo es hingehen soll. Naja, aber wenn es um Dividende geht, könnte man bei Vantage auch sagen, willst du Dividende haben, geh zu Mutti. Über Mutti reden wir gleich noch. Ansonsten ist noch zu ergänzen 2 Dinge, nämlich erstens diese Auslastungsgeschichte. Das sehen die auch. Sie gehen deswegen und achten deswegen beispielsweise auf dem deutschen Markt vor allen Dingen darauf, dass es ja einen neuen Wettbewerber im 5G-Bereich geben wird mit 1&1 Drillisch, die dann eben auch Funkmasten in irgendeiner Form benötigen und die dann eben auch anmieten sollen. Ob sie es dann bei Vantage tun werden oder bei der Konkurrenz, werden wir über die dann kommenden Ad-Hoc-Mitteilungen erfahren. Man stellt sich auf jeden Fall ein Wachstum von 5% pro Jahr vor bis 2025 und will die eigene Erfolgskennzahl, also Earnings Before, jetzt geht wieder los, nicht nur it, nämlich Zinsen und Steuern, und auch noch vor dem Thema DA, also der Abschreibung, da rechnet man auch noch die Leasing-Aufwendungen mit raus. Also es gibt dann den EBITDAAL. Ja, also ich meine, wäre auch schade, wenn wir nicht mal wieder eine neue Kennzahl hätten. Und der Christian macht es genau durch die Reaktion schon deutlich. Also es geht eben immer wieder in neue Bereiche rein. Und unter der REIT-Thematik wäre ja möglicherweise auch was anderes in den Mittelpunkt zu stellen, wenn man sich daran auch messen will und vergleichen will an solchen Sachen. Ich bin ein bisschen überrascht dann immer, was da so kommt und auch wie dünn im Grunde genommen die Informationen da so sind, die man über das Unternehmen bekommt. Mein Kandidat fürs Depot wäre es überhaupt nicht. Ich brauche die Aktie nicht. Christian, machst du da was in deinem Depot, in der Venture-Position? Packst du da bei 22 einfach mal ein Limit rein oder sagst du einfach, nee, brauche ich nicht?
Ja, also ob ich das, ich gucke mir denn das mal auf jeden Fall an. Für mich ist es so eine Geschichte, wenn, dann ist es nur ein bisschen Spielerei, ja, aber nichts, was man längerfristig hält. Da würde ich auf jeden Fall immer die Aktie aus dem Bereich bevorzugen, die ich habe, die wir hier auch schon ausführlich besprochen haben, nämlich American Tower, die nämlich beweisen schon seit vielen Jahren, dass sie das Geschäft sehr, sehr gut machen können, dass sie wachsen können, dass sie Dividenden erhöhen können, und zwar nicht nur im Quartals-, im Jahrestakt, sondern teilweise im Quartals- oder Halbjahrestakt. Unglaublich dynamisch, natürlich mit entsprechend hohem Leverage, aber so ist das halt bei diesen speziellen Unternehmen. Da muss man sich darüber klar sein, ob man das will. Ich finde American Tower da wesentlich besser. Ich kaufe lieber etwas teurere Qualität, wo der Proof of Concept da ist, als ein Unternehmen, was billiger herkommt mit so vielen Fragezeichen. Ich kann mir vorstellen, dass der Börsengang irgendwie natürlich zu einem Erfolg werden muss. Das heißt, wenn die Aktie müde eröffnet, vielleicht fällt sie dann mal Richtung 22. Irgendwo da wird man versuchen, sie zu halten. Vielleicht kommen dann auch ein paar gute News. Das kann auch sein, dass der Kurs sich dann irgendwie doch Richtung 25, 26, 27 entwickelt. Denn nach 6 Monaten möchte Vodafone ja höchstwahrscheinlich weitere Anteile verkaufen. Zumindest dürfen sie es nach 6 Monaten. Dann läuft nämlich der Lockup aus. Und dann wollen sie sicherlich nicht zu 19 oder zu 17 verkaufen. Insofern, es ist eigentlich ein Börsengang, der für Institutionelle gemacht wurde, in institutionelle Portfolios, Versicherer, Portionskassen. Mag das auch mit dieser Story hineinpassen? Privatanleger sind meiner Ansicht nach besser bedient, wenn sie sich die US-Peers anschauen oder wenn sie es so machen wie du, nämlich sagen, ich will das Geschäftsmodell nicht, weil es nicht in meinen fokussierten Ansatz hineinpasst. Und deswegen gucken wir jetzt mal direkt weiter. Gucken wir nochmal auf Mutti, was da eigentlich los ist. Mutti ist hier Vodafone. Nicht, dass wir uns da missverstehen. Das ist eine Aktie, die, die ihre Höhen dann auch schon vor etwas längerer Zeit gesehen hat und die jetzt irgendwie so im Bereich von 30-35% über ihrem im letzten Jahr erreichten 10-Jahres-Tief notiert. Ich habe mir hier die Euro-Notierung rausgeguckt, da steht die Aktie bei 1,59. Ihr könnt es sehen auf dem Chart, den Christian in den Pens dargestellt hat, wo es im Januar 2008 bei 200 beginnt und wo ihr sehen könnt, dass das Ding ungefähr so bei 140 angekommen ist. Also auf der alleinigen Kursbetrachtung ist diese Aktie ein totaler Rohrkrepierer mit einer Negativperformance von -30%. Aber glücklicherweise gibt es ja die Dividende. Wenn die nicht wäre, dann würde das Ganze wirklich traurig aussehen. Aber mit der Dividende ist es zumindest so, dass sich die Gesamtposition kalkulatorisch knapp verdoppelt hat. Dividendenrendite, ja, da hören die Jünger jetzt besonders gerne wieder zu, die auf hohe Dividenden achten, liegt jenseits der 5%. Schöne Sache. Christian wird gleich auch noch erklären, dass sie auch verdient wird. Aber wir reden hier über ein Unternehmen, was es in den letzten 5 Jahren nicht geschafft hat, zu wachsen beim Umsatz, was es nicht geschafft hat, das negative Ergebnis wieder positiv zu machen. Man hatte 2015 noch ein positives Ergebnis, ist dann 2017 ins Negative gerutscht und seitdem hat man im Grunde genommen eine negative Rendite. Jetzt für dieses Jahr wird wieder etwas Positives erwartet. Man geht dann auch wieder von echten Gewinnen aus. Aber Christian, du guckst dir ja bei der Dividende dann unter anderem auch noch den Free Cashflow besonders an und auch das Verhältnis zwischen Enterprise Value und EBITDA. Und bei dieser Kennzahl, Enterprise Value EBITDA, notiert die Aktie, das kann man ja dann auch mal sagen, nahe ihres 10-Jahres-Tiefs, ist also eigentlich so günstig wie wirklich lange nicht mehr. Ja, und da ist gleich ja auch schon der Ansatzpunkt, warum aus Vodafones Sicht dieser Vantage-Börsengang eine großartige Geschichte ist, weil Vodafone selbst wird bewertet mit nicht einmal 5 Enterprise Value zu EBITDA und sie verkaufen halt jetzt Anteile von Teilen ihres Geschäfts raus mit 14 bis 17er Multiple. Ja, das ist eine gute Sache. Also das ist, man kann sich das wirklich so vorstellen, die sind da in London einfach mal durchgegangen und haben gesagt, so, was ist denn an Tafelsilber jetzt noch da? Was ist vor allem marktgängig? Und es ist ja ganz viel Tafelsilber da, denn Vodafone leidet ja nach wie vor darunter,
dass man vor 15, 20 Jahren, als die erste Mobilfunk-Euphorie aufkam, Unmengen an Beteiligungen und Tochterfirmen zusammengekauft hat, um überall auf der Welt schlichtweg diese Mobilfunkgröße darzustellen. Und in einem solchen Riesenreich, da bröselt ja immer was. Man ist mit der Konsolidierung ganz gut vorangekommen, aber wenn man jetzt was rausverkaufen will, naja, dann verkauft man eben das, was die höchste Bewertung verspricht. Und das sind nun mal momentan Mobilfunktürme. Insofern eine sehr, sehr intelligente Geschichte, die man an dieser Stelle macht. Dividende zahlen tut man bei Vodafone sehr, sehr lange. Allerdings wurde die Dividende sukzessive gesenkt. Man hat früher natürlich sehr, sehr große Schlücke aus der Pulle genommen, zeitweise auch Aktien zurückgekauft. Man hat mehr für die Aktionäre ausgegeben, als insgesamt dann Free Cashflow reinkam. Die Zeiten sind vorbei. Zuletzt 9 Milliarden Free Cashflow sind reingekommen. 2,8 davon sind nur an die Aktionäre gegangen über Dividenden. Das ist eine faire Geschichte. Gerade bei den Telefonfirmen muss man auch auf den Free Cashflow sehr achten. Auch wie er ansonsten verwendet wird. 5 Milliarden Schuldenrückzahlungen in den letzten 4 Geschäftsquartalen ist auch eine gute Sache. Allerdings nie vergessen, woher wir kommen. Wir sind immer noch deutlich über 60 Milliarden. Und das relativiert natürlich auch, wie eben schon mal angedeutet, die Erlöswirkung dieses Börsengangs. Ansonsten ist bei Vodafone zu sagen, dass das sicherlich ein wichtiger Markt ist. Wir nutzen ja alle Telekommunikation. Bei Vodafone fällt mir persönlich als Kunde am Markt immer wieder auf, dass sie im Marketing und im Vertrieb äußerst bemüht sind und ja offensichtlich auch einigermaßen erfolgreich. Wenn sie beim Kundenservice nur 20% so gut wären, wie sie im Vertrieb oder im Marketing sind oder sich selber auf die Schulter klopfen, dann wäre den Kunden auch sehr gedient und dann würden sie sich nicht, wie unser Kollege Simon, der da gerade ein ganz merkwürdiges Erlebnis hatte, entsetzt von Vodafone abwenden. Ich habe jetzt gerade kürzlich, deswegen kann ich das auch noch sagen, ein ganz positives Erlebnis gehabt bei einem Neuanschluss. Das ging überraschend schnell, für mich dann auch überraschend unkompliziert, also das hat gut funktioniert. Und naja, ihr habt sicherlich eure eigene Meinung zu Vodafone. Lasst es raus. Unterhalb dieses Videos ist der Kommentarbereich. Sagt, dass ihr positive Erlebnisse hattet oder dass ihr schlechte Erlebnisse hattet und deswegen nie was mit Vodafone zu tun haben wollt. Ansonsten sei noch der Hinweis erlaubt, dass ihr natürlich auch auf eine Deutsche Telekom gucken könntet. Ja, die haben nämlich sowas wie eine Nettomarge auf den Umsatz, den sie im Übrigen in den letzten Jahren auch gesteigert haben. Oder ihr könntet euch für die Tochter aus den USA entscheiden. T-Mobile USA, brutales Wachstum, vor allen Dingen auf Unternehmensebene, nicht so sehr auf der Aktienebene. Da wurde offenbar ein bisschen verwässert, aber trotzdem sind es auch da 8% Umsatzwachstum bei der Aktie und 28% Gewinnwachstum in den letzten 5 Jahren. Und last but not least sei auch noch der Player genannt, der da in irgendeiner Form auch seine Karten mit im Spiel hat. United Internet hat ja mit diesem Markt auch in irgendeiner Form was zu tun. Und die haben es eben auch geschafft, zumindest den Umsatz pro Aktie zu steigern. Also im Telekommunikationsbereich ist man vielleicht als Kunde von Vodafone, wenn es denn läuft, mit einem preislich sehr, sehr guten Angebot unterwegs. Bei der Aktie würde ich persönlich auch sagen, Finger halte ich da lieber weg von. Christian, wie ist es bei dir? Ja, also Vodafone ist sicherlich nicht mein Beuteschema, wobei ich bei Telekommunikationsfirmen generell immer etwas skeptisch bin, denn wir haben ja eine merkwürdige Asymmetrie. Telekom-Firmen werden ja sehr häufig auch von Staaten wirklich nicht nur gedrängt, sondern sogar gezwungen, sehr viel zu investieren in den Ausbau der Netze. Gleichzeitig wollen diese Staaten in vielen Fällen von ihren Telekommunikationsfirmen, weil sie immer noch Minderheitsaktionäre sind, Dividende haben, schreiben ihnen aber gleichzeitig auch wieder vor, was sie für die Netzdurchleitung denn nehmen dürfen. Und obendrein, das große Geschäft, was mit diesen Netzen gemacht wird, landet nicht bei den Telekom-Firmen, sondern das landet bei Netflix, Disney und Co., insbesondere bei den Streaming-Anbietern, sowie auch natürlich bei einer Amazon, bei den großen Plattformkonzernen, die alle davon leben, dass leistungsfähige Netze da sind, aber
am Ende sind diejenigen, die wirklich diese Netze zur Verfügung stellen, doch vor allen Dingen mit Abschreibungen und sehr vielen politischen Spagat alleine gelassen. Und deswegen ist das ein generelles Geschäftsmodell, wo ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Ich scheine auch nicht der Einzige zu sein. Ja klar, Telekommunikation verspricht halbwegs gut prognostizierbare Cashflows, deswegen auch teilweise satte Dividendenrenditen, wobei Vodafone natürlich schon mal ein Extrembeispiel war und auch immer noch ist mit über 5%. Aber trotzdem, im Endeffekt bleiben Investoren skeptisch. Die letzten 5 Jahre waren sogar in Europa unterm Strich sehr, sehr gute Börsenjahre. Stoxx 600 insgesamt hat 43% zugelegt. Der Stoxx 600 Telekom, wo also zum Beispiel eine Deutsche Telekom drin ist, wo eine Vodafone mit drin ist, der hat 15% verloren. Und zwar alles gerechnet inklusive Dividenden. Das zeigt diese Skepsis. Zeigt natürlich auch jetzt einen gewissen Bewertungsabstand. Wenn man das aufholen möchte, wenn man Telekommunikation, wenn man auch 5G-Fantasie im Portfolio haben möchte, sehe ich so, American Tower ist die wachstumsstarke Infrastrukturalternative. Netzwerkausrüster wie Qualcomm, auch ansonsten ein Qualitätswert, können wir gerne mal wieder drüber sprechen, hatten wir noch gar nicht. Und ansonsten, wenn es wirklich eine Telco sein soll, bevorzuge ich eine, die das Aufräumen hinter sich hat, die 2 starke Standbeine hat auf beiden Seiten des Atlantiks und die nach viel Irrungen und Wirrungen inzwischen wieder auch einen CEO hat, der mir immer den Eindruck vermittelt, er hat eine sehr, sehr klare Vision und auch die Power, die umzusetzen. Da sind wir eben, ja, bei der Deutschen Telekom. So, und jetzt geht's weiter. Zweiten Wert oder zweiten Themenbereich, machen wir ein bisschen schneller. Wir sind bei Autos angekommen und da gab's in diesem Jahr auch schon einen Börsengang, auch milliardenschwer. Wir reden über Auto1, ein Berliner Unternehmen, was es geschafft hat, dieses Thema Autoverkauf auf eine vernünftige Art zu prozessualisieren und dann eben auch die Verwertung, dann den anschließenden Auto, den Autoverkauf von Privaten oder von Leuten an das Unternehmen, also Autoeinkauf, gut zu organisieren und dann im zweiten Schritt eben auch den Autoverkauf europaweit aufzuziehen. Das hat man im letzten Jahr immerhin geschafft mit 65.000 Fahrzeugen. Eins war früher mal von Herrn Röhl. Man hat damit schon 3,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht und hat 60.000 Händler in irgendeiner Form angeschlossen an ein System und ist mittlerweile nach dem Börsengang, der zu einem Kurs oder zu einer Bandbreite von 32 bis 38 Euro angestrebt war, mit einem Kurs aus dem ersten Handelstag gegangen von 53 Euro. Und notiert jetzt im Bereich von 47 Euro. Also das ist ein Erfolg. Und damit, mit diesem Börsengang und auch dieser Kurssteigerung, hat sich Auto1 mal gleich als Kandidat für den ja bald neu aufgebauten und zusammengesetzten MDAX ins Gespräch gebracht. 10 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und auch ein gewisser Free-Float, der dafür sorgen könnte, dass man bei der deutschen Börse auch dieses Unternehmen mit aufnimmt, wobei da ja so eine Sache ist, die man eigentlich haben will. Denn eigentlich soll es ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Gewinne geben, Christian. Und die sind ja noch nicht so ganz da. Da müssen wir vielleicht noch bis zum 24.03. warten, denn da sollen die Zahlen für 2020 kommen. Ich wage zu bezweifeln, dass dann da Gewinne stehen und dann ist immer die Frage, was sind es denn dann für Gewinne? Ne? Ist es dann EBITDA, ist es bereinigtes EBITDA oder ist es EBAS? Das ist nämlich meine neue Lieblingskennzahl. Es hat sich noch kein Unternehmen verwendet, aber ich würde sie gerne lizenzieren. EBAS, Earnings Before All Shitty Stuff und davor gibt es wahrscheinlich bei solchen Unternehmen noch eine ganze Menge. Auf jeden Fall Auto1 eine Unternehmerstory, zuerst mal über die man sich sehr freuen darf. Hier in Berlin entstanden und dann auch noch in Deutschland an die Börse gegangen, nicht irgendwie in die USA, wie Martha Reeser beispielsweise, die Luxusplattform, die ja ihre Wurzeln in München hat und an die Wall Street gegangen ist. Das ist auf jeden Fall ganz großartig, so wie bei einigen anderen
mittlerweile groß gewordenen Plattformen wie HelloFresh und Delivery Hero. Aber wenn man dann halt mal in die Zahlen geht zum speziellen Unternehmen, also wegkommt von der unternehmerischen Glanzleistung, an der ja Investoren von Softbank auch partizipiert haben, weil Softbank frühzeitig dabei war und ordentlich Gas gegeben hat, was das Wachstum angeht, wie man das halt so tut. Naja, wenn man auf die Zahlen geht, dann ist es halt schon ein bisschen schwach, insbesondere weil das bisherige Geschäftsmodell ja gar nicht alles sein soll. Also man will ja in Zukunft nicht nur Autos ankaufen und dann europaweit verstreuen dorthin, wo sie denn gerade im B2B am besten verwendet werden können, sondern man will ja wirklich den Wagenverkauf an Private dann auch durchführen. Und das ist man in einem völlig neuen Segment. Das ist dann nicht mehr wir kaufen dein Auto, sondern das soll dann Auto Hero sein. Und da muss man erstmal zeigen, dass man das überhaupt hinkriegt. Gleichzeitig diese Skalierung des Geschäfts, die man sich vorgenommen hat, die muss auch sein, denn ansonsten, also mit einem Durchschnittspreis von etwas über 6.000 Euro und einem Rohertrag von knapp 600 Euro je Fahrzeug, wo dann alles abgeht, insbesondere natürlich auch die ganze Logistik, naja, da kann man sicherlich nicht die Gewinnzone erreichen. Und ob das Neue dann wirklich funktioniert, ist unsicher, aber Unsicherheit ist in diese Bewertung nicht eingepreist. Ja, Unsicherheit ist in diese Bewertung in der Tat nicht eingepreist. Wir reden hier immerhin über ein Multiple im Bereich der Umsätze von 3. Das geht natürlich noch deutlich höher. Christian hat ja den Blick in die USA quasi schon so ein bisschen ins Gespräch gebracht. Da gibt es nämlich auch eine an der Börse notierte Konkurrenzveranstaltung. Carvana oder Carvana, also Carvana klingt ja irgendwie ein bisschen cooler, finde ich. Aber wie auch immer die heißen, die sind eben schon eine Weile kapitalmarktnotiert, nämlich seit etwa 2017 und haben vor allen Dingen eine extrem beeindruckende Wachstumsgeschichte hinter sich. Also nicht falsch verstehen. Auto 1, hervorragende Sache, aber von 2016 bis 2019 eben ein Umsatzniveau von 1,5 auf etwa 3,5 Milliarden gesteigert. Gucken wir uns mal für den gleichen Zeitraum an, was Carvana da geschafft hat. 365 Millionen Dollar waren es in 2016 und die sind dann bis 2019 explodiert auf 3,9 Milliarden. Und das ist besonders erstaunlich, auch beim Blick wieder nach Europa und bei dem, was durch Covid im letzten Jahr ja auch den Gebrauchtwagenmarkt nicht unbedingt beschleunigt hat. In 2020 ist es Carvana gelungen, 5,6 Milliarden US-Dollar Umsatz zu machen. Also da eben auch nochmal im Bereich von knapp 40% zu einer Wachstumsrallye bis 2019 wirklich einen oben drauf zu legen. Und dann nimmt sich das Umsatzwachstum von Auto 1 mit 20% pro Jahr eben sehr, sehr bescheiden auf der einen Seite aus. Und zum anderen kommt hinzu, Christian, dass die mit veröffentlichten 9-Monats-Zahlen schon mal so ein bisschen anzudeuten scheinen, muss man ja ganz vorsichtig fragen, dass das Jahr 2020 ein eher niedrigeres Umsatzwachstum als die 20% bereithalten wird. Naja, natürlich, da ist halt Covid mit dabei und das hat anders als bei Carvana natürlich doch mindestens ein Quartal richtig reingeschlagen. Die Frage ist auch jetzt, wie der Lockdown vielleicht Menschen doch davon abhält, solche Entscheidungen zu treffen, sich jetzt ein neues Auto zu kaufen oder ihr Auto zu Geld zu machen. Also positive Überraschungen erwarte ich da im Grunde nicht. Das ist eine sehr, sehr langfristige Story, die natürlich super spannend ist. Ja, jeder, der mal in so einem Autohaus war oder beim Gebrauchtwagenhändler, der denkt sich, naja, also wäre vielleicht gar nicht so schlimm und auch ganz praktisch, wenn das mal disruptiert würde. Aber es braucht extrem viel Geld, es braucht einen extrem langen Atem. Man wird generell im Autohandel gucken, was machen eigentlich die großen Händlernetzwerke, die ja nicht unbedingt den Auto
Marken gehören, sondern eigenständig organisiert sind, kriegen die vielleicht auch mal den Hintern hoch, was Digitalisierung angeht. Das ist sehr, sehr umkämpft. Insofern, ich beobachte AutoOne sehr genau, weil ich es super spannend finde, aber es ist auf dem Niveau für mich kein Investment. Und Carvana ist natürlich der Hammer. Kursumsatzverhältnis von 10. Und dann sagen natürlich viele immer, naja, also AutoOne irgendwo unter 3, da ist doch riesig Potenzial. Aber Vorsicht, Freunde, Carvana wächst schneller, ist weiter in der Entwicklung des gesamten Konzepts, ist auch im Covid-Jahr auf jeden Fall erfolgreicher gewesen. Und Carvana ist an der US-Börse notiert und da hat man nun mal andere Multiples. Und wenn wir auf Bewertung schauen, ja, dann ist es leider wirklich so, aus Sicht der Unternehmer ist Deutschland der falsche Platz für Plattformaktien. So, und von daher in den USA grassiert eben YOLO und der YOLO-Bitch-Ansatz sagt dann das kaum wir auch noch. Was denn? Also ich würde das jetzt nicht alles auf YOLO sehen oder dass das Geld so locker sitzt. Also YOLO hast du vielleicht bei kleinen Firmen, die kurzfristig aufgeblasen sind, aber wir reden bei Carvana über eine Bewertung von 50 Milliarden, wo ja auch namhafte Altaktionäre weiterhin dahinter stehen. Man hat dort ganz einfach ein anderes Verständnis für dieses Thema Plattformökonomie und the winner takes it all. Man ist bereit darauf zu setzen, dass eine Firma wie Carvana in der Lage sein kann, in 5 oder 10 Jahren den kompletten Autohandel in den USA zu beherrschen. Dann reden wir eben nicht mehr über 50 Milliarden, sondern wahrscheinlich über 500 Milliarden. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist halt sehr, sehr diffus, aber man geht in den USA eben, weil viel Kapital da ist, die großen Wetten. Das macht man hier nicht und das hat nichts mit dem Thema Autonut zu tun. Das siehst du auch in anderen Bereichen, beispielsweise Zooplus versus Chewy. Ja, eine Aktie Zooplus hat sogar die höhere Marge als Chewy und trotzdem nicht einmal adjustiert ein Viertel der Bewertung. Wir sind beim dritten Thema angekommen. Wir haben jetzt also den Autobereich hinter uns gelassen. Einige Autos sind ja besonders luxuriös. Das heißt, wir sind bei einem Thema angekommen, was Christian immer besonders gerne hat, weil bei LVMH brauche ich ihm eigentlich nur einen kleinen Stupser zu geben und da sagt er, ja, können wir gerne machen, habe ich immer was zu sagen und so weiter. Es hat diesmal einen anderen Ursprung, nämlich den Weihnachtseinkauf von mir und meiner Freundin. Wir machen das eigentlich immer so, dass wir uns zu Weihnachten nicht schenken und uns dann, also ich uns dann um die Weihnachtszeit etwas bei Louis Vuitton kaufe. Es ist in der Regel dieses Halstuch, von dem wir jetzt verschiedene haben. Und nachdem das KDW jetzt endlich wieder aufgemacht hat, waren wir eben am letzten Wochenende mit einem ordentlich zugelegten oder zwei ordentlich zugelegten Passierscheinen da. Und ich war dann schon etwas erstaunt, nämlich A, dass Louis Vuitton ja der einzige Laden im Erdgeschoss des KDWs war, wo man warten musste. Also bei Gucci beispielsweise standen 7 Verkäufer, es waren keine Kunden drin. Bei Louis Vuitton war es dann so, dass 4 Verkäufer da waren und 4 bis 8 Menschen vor dem Laden standen, die rein wollten und dann eben eine Nummer hatten. Was mich beim Einkauf sehr überrascht hat, die Artikel, die wir für uns interessant empfanden, die hatte man nicht da. Und überraschend fand ich dann eben, dass uns gesagt wurde, naja, die lässt man uns gerne kommen, aber wir müssten sie bezahlen. Und da sage ich, bei einem absoluten Luxusunternehmen, dem Kunden quasi erstmal als erstes zu sagen, nach dem Motto, naja, wir gucken jetzt erstmal, ob du solvent bist, fand ich sehr ungewöhnlich. Wir sahen auch nicht irgendwie, im Gegensatz zu einem anderen Paar, was einkaufen war, wo der männliche Begleiter in Jogginghose und einem Camp David Sweatshirt im Laden war. Also wir sahen nicht irgendwie runtergelutscht aus oder so, sondern es ist offenbar der Praxis, dass man sagt, ja, offensichtlich misstrauen wir den Kunden und lassen das erstmal zahlen. Mich würde interessieren, Christian, hast du sowas auch schon mal erlebt, wenn ihr für Christina zum Beispiel etwas Teureres, dann auch im vierstelligen Bereich angesiedeltes kaufen wolltet, zum Beispiel Gepäck
oder Handtaschen, wenn das nicht da war, dass du erstmal zahlen für Christine, musstest. Wieso für Christina? Eine warum Handtasche mein, warum? Eher für Christina. Ja, aber in der, ich habe auch diverse Gepäckstücke, also so schöne Umhängetaschen, ja, und die kriegst du auch nicht für Pfefferminzkis nachgeworfen, ja. Also ich habe immer nur beste Erfahrungen gemacht bei Louis Vuitton, außer einmal in Hamburg, da habe ich mir eine Tasche zeigen lassen und ja, man war nicht wirklich daran interessiert, sie mir zu verkaufen und dann habe ich es gelassen, ja. Aber ansonsten, nö, also kann ich nicht sagen, ich weiß noch nicht, ob das jetzt so symptomatisch ist. Die tun sich natürlich hier in Deutschland gerade schwer damit, wie bestückt man die Läden. Vieles ist nicht da, sehr viel läuft über E-Commerce, da muss man sagen, da war sowohl die Marke Louis Vuitton als auch verschiedene andere Marken innerhalb der Holding Louis Vuitton Moët LVMH sehr, sehr spät mit dem E-Commerce, aber da hat man jetzt sehr, sehr schnell aufgeholt, was die Digitalisierung des Geschäfts angeht. Da muss man sich reinfinden. Also ich würde das jetzt nicht allzu hoch hängen und ich hoffe natürlich als Aktionär, dass du weiterhin deine Weihnachtseinkäufe dort tätigen willst. Ich hoffe natürlich auch davon, dass es ein gutes Börsenjahr wird, sodass du dir vielleicht dieses Jahr mal so einen begehbaren Kleiderschrank zimmern lässt. Das sieht sehr, sehr schön aus. Karl Lagerfeld hatte das. Man braucht halt dazu das notwendige Personal, weil das sieht ein bisschen blöd aus, wenn du das selber über den Flugplatz ziehst. Spitzenidee, diese Schrankkoffer zu erwerben. Nein, das wird's wahrscheinlich eher nicht sein. Da ist auch richtig Marge dran für Louis Vuitton. Das darf man natürlich nicht vergessen. Das ist ja eigentlich diese Maßanfertigung, das, was das Maison ausmacht. Das ist, du kriegst alles von Louis Vuitton. Sie können alles irgendwie realisieren. Es ist dann furchtbar teuer und es hat aber natürlich einen immensen Wert. Was man wahrnimmt von Louis Vuitton, gerade von der Marke selbst, ist natürlich sehr häufig schon an der Schnittstelle zwischen Luxus und Lifestyle. Das ist ja auch das große Thema von Luxusmarken. Wie weit kannst und willst und darfst du überhaupt organisch wachsen? Denn wenn du organisch wächst, heißt das ja, dass du deine Brand inflationierst, weil du kannst auch nicht alles nur dadurch machen, dass du die Preise raufsetzt. Wenn du aber den Brand inflationierst, verlierst du an Exklusivität. Das ist ja eine Strategie, die Prada vorexerziert hat. Wenn man auf alles sein Logo klebt, dann wird man hinterher beliebig. Entsprechend war die Marke wirklich eine Zeit lang ziemlich versumpft. Und LVMH zeigt ja, wie Wachstum in der Luxusgüterbranche funktioniert, nämlich zu einem sehr großen Teil durch Integration neuer Marken, also externes Wachstum und das dann gemeinsam über diese Vertriebsplattformen, über Kooperationen zwischen Marken und natürlich auch Einkauf, Logistik, Vertrieb insgesamt zu hebeln. Worüber wir aber reden müssen, ist dann gar nicht so sehr das persönliche Einkaufserlebnis, was ich eher überschaubar bis schlecht fand, was ehrlicherweise auch am zusätzlich anwesenden Publikum lag, was jetzt auch nicht so unbedingt mein Fall ist. Also ich muss sagen, das ist mir hat das keinen Spaß gemacht, dort einzukaufen, sowohl vom Service als auch aus der Erlebnisperspektive. Aber wir wollen ja über Aktien dann auch reden und da muss man dann schon sagen, das ist natürlich Rock'n'Roll, was die Aktie in den vergangenen Monaten durch und erlebt hat und wozu sie sich auch aufgeschwungen hat. Denn Corona hin, Impfstoff her, die Aktie notiert mit 560 Euro im Bereich und auf Allzeithoch im Jahr 2019, dem bisher erfolgreichsten Geschäftsjahr, notiert die Aktie mit einem, wie wir jetzt wissen, Abschluss KGV von 29 im Hoch bei 418 Euro. Und wenn man jetzt einfach sieht, dass natürlich die Umsätze und auch die Gewinne in diesem Jahr zurückgehen werden, ist da extremer Optimismus in diesem Kurs drin, der in meinen Augen ja deutlich zu hoch ist. Es ist sicherlich so, wir hatten das in der Vorbesprechung, Christian, dass man in irgendeiner Form in den Bereich, vielleicht auch oberhalb dessen im 2021 landen wird, was an Umsatz und auch an Gewinn erzielt wurde. Das würde bedeuten, dass man
sagen wir mal, statt einem Gewinn pro Aktie von 14,20 Euro vielleicht auch bei 15 landet. Aber auch das ist im Bereich von 560 aus meiner Sicht jenseits von Gut und Böse bei der Bewertung. Und mir ist die Aktie deutlich zu teuer. Wenn ich sie hätte, würde ich auf jeden Fall abbauen. Aber das macht jemand wie du höchstwahrscheinlich nicht. Du wartest, bis sie dann wieder in die Bewertung reinwächst, oder? Ja, genau. Ich warte, bis sie in die Bewertung reinwächst, weil ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt abbaue, ob ich dann den Zeitpunkt wieder richtig treffe, um wieder aufzubauen. Ja, also Timing is a bitch, da haben wir gleich noch ein Beispiel für. Natürlich ist die Aktie momentan sehr teuer. Man kann jetzt darüber reden, ob das ein KGV von 35, von 33 oder von 37 auf die Schätzung dieses Jahres ist. Man muss sagen, man hat sich in der gesamten Luxusindustrie sehr, sehr schnell berappelt, weil China insbesondere, aber Asien insgesamt auch, was Domestic Sales angeht, also Verkäufe im Inland, wirklich eine Lokomotive ist für alle Marken, die gerade angesagt waren. Das ist genauso bei Gucci, die ja 60% zum Umsatz von Kering beisteuern. Und deswegen ist also dieses Pandemieloch ausgeglichen. Gleichzeitig sieht man bei Louis Vuitton einen Aufschlag dafür eben, dass man ihnen zutraut, extern zu wachsen, das Ganze wirklich mit ihrer eigenen Business-DNA auch zu hebeln. Sie haben das verschiedentlich bei Akquisitionen gezeigt. Sie haben in den letzten Jahren große Akquisitionen wieder getätigt. Belmont Hotels werden wiederkommen, sobald man wieder reisen darf, weil Luxusreisen werden gerade richtig gut laufen. Das gleiche gilt dann auch für die Koffermarke, für Rimowa. Sie haben sich Tiffany einverleibt. Da haben sie eine Menge zu tun, aber auch das werden sie schaffen. Und jetzt haben sie, weil sie es direkt nicht wollten, sieht ja ein bisschen komisch aus, über den Private Equity Arm Al Catterton die deutsche Sandalenmarke Birkenstock sich eingekauft. Das heißt, man erweitert das Ganze. Und insofern, ja, das verdient einen Aufschlag. Ob der so groß sein muss, sind 10 KGV-Punkte, wenn wir es mit Kering vergleichen. Die haben etwa ein KGV von 26. Kann man drüber streiten, aber ich möchte an dieser Stelle doch nicht am Ende für 10 oder 15%, die ich vielleicht, wenn es gut läuft, mit Timing gut mache, hier herumhandeln. Warum sollte ich das tun? Das ist ja genau mein Investment Case, dass dieses Unternehmen erfolgreich läuft, also warum sollte ich es verkaufen? Und wenn wir über teuer, teuer, teuer sprechen, dann müssen wir kurz einen Satz über die dritte französische Luxusaktie verlieren, nämlich Hermès. Da sind wir, auch wenn man alles bereinigt, wenn man mit Schätzungen arbeitet für dieses Jahr, wirklich bei einem KGV von 60. Und da fragt man sich, ist das noch eine Aktie oder schon ein Sammlerstück? Und naja, ich bin inzwischen der Meinung, es ist Letzteres. Und irgendwann werde ich vielleicht dann mal meine Hermès-Aktien verkaufen und meiner Frau dann doch das noch beliebtere Sammlerstück dorthin stellen. Am besten nur in die Vitrine eine schöne Birkenbag. Da braucht man doch ein paar Aktien für, um da zumindest mal im Einstiegsmodellbereich tätig zu werden. Ich glaube, da geht es irgendwie so im Bereich von 12.000 bis 15.000 Euro los. Ja, ja, ja. Ist aber auch eine sehr gute Geldanlage. Hundertprozentig. Ja. Da gibt es auch ein richtig schönes Buch zu über jemanden, der in der Welt auszog und Birkenbags getradet hat und überall bei Hermès dann versucht hat, die Taschen einzukaufen und danach teurer verkauft hat. Aber aufgrund dieses Einkaufserlebnisses dachte ich mir dann auch, nachdem ich in dem Jahr eben auch schon ein Einkaufserlebnis hatte, was im Einzelhandel nicht so richtig angenehm war, was dann dazu geführt hat, dass ich mich Zalando zugewendet habe, dass wir uns einfach auch noch um diese Aktie kümmern und uns vielleicht da mal anschauen, wie das eigentlich im Moment aussieht. Ein kleiner Rückgriff fällt mir gerade noch ein auf LVMH, weil Christian das Timing-Thema angesprochen hat. Timing kann manchmal aber auch hilfreich sein, denn manchmal sind Christian und ich beim Timing eben auch einer Meinung. Und das war im Dezember 2018 so, als wir eine LVMH bei 20 Punkten beim KGV besprochen haben. Die Sendung vielleicht einfach nochmal angucken. Das dürfte so in einem Kursniveau gewesen sein von, naja, was war es damals?
so wahrscheinlich so 300 Euro. Und da hat man diese Aktie eben in der Tat mal einigermaßen günstig bekommen. Machen wir weiter mit Zalando. Da geht es eben darum, dass die natürlich in diesem Jahr sehr, sehr stark von Covid auch profitiert haben. Jetzt bei den gestern am 16.03. vorgelegten Zahlen auch vermelden konnten, dass sie die 8 Milliarden an Umsatz geschafft haben, damit immerhin 226 Millionen verdient haben, was dann einer Marge von 2,9% in diesem Jahr entspricht. Das ist gegenüber 2019 knapp eine Verdopplung, also da war es sehr beeindruckend, aber davon lässt man sich nicht stoppen, sondern man hat sich eine Verdreifachung vorgenommen. Und zwar eine Verdreifachung der über Zalando getätigten Verkäufe. Das ist insofern wichtig, dass sie damit nicht die Umsätze meinen, denn die Chefs von Zalando positionieren das Unternehmen jetzt als eine Art Plattform, über die auch Einzelhändler oder Markeninhaber ihre Verkäufe tätigen können. Und für durchgeführte Verkäufe bekommt Zalando natürlich eine Provision. Der ist einigermaßen margenstark, aber treibt so nicht so sehr den Umsatz. Aber vor dem Hintergrund, was man hier sieht, finde ich, da die Bewertung, die man ausrechnen kann, mit einem etwa 55er, 60er KGV auf das, was man für das Jahr 2021 erwarten kann, die attraktivere Bewertung, wenn man im Shopping-Bereich einfach auch mal sagt, es muss vielleicht nicht immer Luxus sein. Es ist auch ganz schön, in ein wachstumsstarkes Unternehmen mit der ein oder anderen Indexfantasie zu investieren. Von daher würde ich persönlich eine Zalando der LVMH-Aktie im Moment klar vorziehen. Ja, also man kann auch darüber reden, ob man lieber Danone als Daimler kauft. Ja, also ich finde den Vergleich zwischen einer Brandholding oder Luxusmarken und einer Plattform irgendwie ziemlich weit hergeholt. Es sind komplett unterschiedliche Geschäftsmodelle. Der einzige Vergleichspunkt ist, dass du die eine Aktie für zu teuer hältst und die andere trotz eines deutlich höheren, also einen Joghurt kannst du auch im Auto futtern, da hast du auch einen Link zwischen Danone und Daimler. Also für mich passt dieser Vergleich nicht, aber ansonsten bin ich durchaus bei dir. Zalando hat sehr, sehr, sehr vieles richtig gemacht, ist interessant positioniert und die Aktie hat keine Bewertung, die völlig jenseits von Gut und Böse ist, so wie Richtung Carvana, wo ich mich schon ein bisschen frage. Ja, wir sehen hier immerhin eine Umsatzbewertung von 2,5, das ist in Ordnung, auch gerade wenn man bedenkt, wie stark sie wachsen. Und sie haben ja ein sehr schönes Motto, was sie, glaube ich, seit 4 Jahren raushalten. Nicht Schrei vor Glück, sondern The Starting Point for Fashion in Europe. Das wollen sie sein, das sind sie. Wenn du an Fashion denkst, an Mode, an Textileinkäufe im Internet, du gehst zu Zalando, da kommen sie immer weiter hin. Diese Power nutzen sie jetzt eben für das Plattformgeschäft, was extrem wichtig ist, weil der stationäre Textilhandel durch Corona auf jeden Fall dauerhaft disruptiert wird. Und wenn sie diese ganzen Marktanteile übernehmen können, dann geht da noch eine Menge. Ich finde die Story großartig. Auch das hier ein Unternehmen aus Berlin, wichtig für Berlin wegen der Arbeitsplätze. Gleichwohl dürfen wir nicht vergessen, dass auf der Aktienseite in den nächsten Wochen und Monaten eine ziemliche Achterbahnfahrt drohen könnte. Ja, da war was mit dem Ex. Naja, nee, eigentlich nicht Ex, sondern dem künftigen Ex-Gesellschafter, aber bald eben nicht mehr, die einen ganz, ganz eigenartigen Weg anfangen zu wählen, sich von ihrer Aktienbeteiligung zu trennen, nämlich irgendwo zunächst mal die Stücke in einer vertretenden Form an die Börse im Heimatland bringen, nämlich in Schweden ist es, glaube ich, und dann sagen, irgendwann tauschen wir es um. Das ist ein bisschen komplizierter. Warum macht man das? Naja, also Kinnevik, die schwedische Beteiligungsgesellschaft, um die es hier geht, die langjähriger Aktionär von Zalando ist, will sich von den Aktien trennen. Nicht, weil man sie jetzt für so wahnsinnig schlecht hält, sondern weil die Firma einfach zu gut geworden ist. Die Hälfte des Börsenwerts von Kinnevik wird durch diese 21% Beteiligung an Zalando inzwischen repräsentiert. Und das ist schon ein arger Klumpen. Insofern hat man sich entschieden, quasi sich als
Firma aufzuspalten. Ein Teil Zalando und ein Teil die übrigen Beteiligungen. Und also so eine grenzüberschreitende Transaktion, wo man also Aktien einer anderen Firma ausschüttet an die eigenen Aktionäre. Das ist hochkomplex. Ich habe das jetzt zum Jahresende selber gemacht mit der Wengfein Art AG, wo wir ArtXX Aktien ausgeschüttet haben als Dividende an die Aktionäre. Und wenn das jetzt noch in einer zusätzlichen Dimension kommt, nämlich dass das alles auch börsennotiert und im regulierten Markt ist, wird es halt wirklich ziemlich kritisch. Fakt ist, es gibt irgendwann im Mai die Möglichkeit aller Voraussicht nach, dass die schwedischen Anteilsrechte an Zalando umgeswitcht werden in ganz normale Aktien, die handelbar sind, wie die gewöhnlichen Zalando-Anteilsscheine auch. Und dann ist natürlich die Frage, kommt da unter Umständen Druck auf die Aktie, wenn plötzlich 20% ja in Streubesitz irgendwie liegen oder einfach erstmal frei sind, neu überdacht werden können. Das ist durchaus möglich. Gleichzeitig davon auch nicht vergessen, mehr Streubesitz heißt höhere Relevanz für Indizes. Und da reden wir natürlich auch über die Perspektive eines DAX-Aufstiegs. Aber es ist auf jeden Fall eine besondere Situation. Innerhalb der nächsten 2 Monate dürfte es dann auch mal die eine oder andere News geben. Und naja, also die gute Prognose, die sehr optimistische Prognose, die wir gestern gesehen haben von Zalando, passt sicherlich, Schöneweg, im Rahmen dieser ganzen Transaktion auch ganz gut ins Konzept. Ansonsten sei nochmal der Hinweis erlaubt, wo wir jetzt gerade trotz allem, Christian, in irgendeiner Form über Shopping reden. Wenn wir bei A anfangen, wir fangen ja gar nicht bei A an, wenn wir bei LVMH anfangen und dann zu Zalando gehen, dann können wir nochmal zu A zurückgehen und auf die Funked Batman-Sendungen verweisen, wo wir ein bisschen länger auch über Amazon gesprochen haben. Und an der Stelle sei nur mal darauf hingewiesen, dass die Amazon-Aktie im Zuge dessen, was am Nasdaq gerade so passiert, auch nochmal ein Stück nachgegeben hat, sich an den Perspektiven aber nicht wirklich was geändert hat. Also man im Moment ein relativ günstiges E-Commerce-Konglomerat einkaufen kann. Das ist zumindest bei einer Zalando als Undock-Geschichte nochmal eine Erwähnung wert. Oder ist das auch was ganz anderes? Also Amazon hat ja mit Fashion nichts zu tun. Ja, also wer auf die Idee kommt, bei Amazon Klamotten zu kaufen, der muss relativ schmerzfrei sein. Da kannst du Schuhe kaufen. Also ich habe da verschiedentlich Chucks gekauft. Da kann man ganz guten Schnapper machen. Aber eben der Starting Point for Fashion ist nicht Amazon. Und vielleicht wollen sie es irgendwann mal entdecken. Und dann wird es natürlich durchaus interessant, ob man sagt, man will das wirklich alles selber aufbauen oder ob man nicht diesen wahnsinnigen Vorsprung, den Zalando auch technologisch aufgebaut hat, vielleicht einfach dadurch kompensiert, dass man es mal irgendwann übernimmt, wenn man in den Modebereich will. Aber als du A sagtest, dachte ich eigentlich, Mensch, Tobias kommt jetzt an mit ASOS, ja, aus Großbritannien. Die sind natürlich der direkte Wettbewerber von Zalando, deutlich günstiger übrigens, ja. Ein Kursumsatzverhältnis von 1, die KGV-Bewertung liegt sogar unter Hermes, allerdings deutlich kleiner. Also nicht diese Plattform, nicht dieser Anspruch, the winner takes it all. Und von der Altersrange der Zielgruppe auch nicht so breit aufgestellt wie Zalando. Nichtsdestotrotz für jemanden, der Fashion-Plattform mag, immer eine interessante Aktie, auf die man mal drauf gucken kann. Wobei von der Positionierung her Zalando für mich natürlich auch als Berliner Unternehmen bei mir im Venture Depot ganz klar die Pole Position hat. So, und damit haben wir dann nicht in allen Bereichen übereinstimmen, aber zumindest einen schnellen Ritt bei LVMH und Zalando gehabt und noch den kleinen Exkurs zur Amazon, die in Funked Batman natürlich einer der Titel war, auf die wir gucken und wo wir insbesondere auch auf die enthaltenen Perlen, die ja auch noch einiges Aufwertungspotenzial bereithalten und bieten, hingewiesen haben. Da also in die andere Sendung nachschauen. Schlusspunkt der heutigen Sendung ist eines der absoluten Hype-Themen der letzten 12 Monate. Wir sind angekommen bei Wasserstoff und wir wollen euch... Nein, das ist keine Werbung, sondern wir haben dieses Produkt einfach selber ausgewählt. Und zwar deswegen, weil es ein interessantes, spannendes und ein wirklich gutes Indexkonzept
darstellt, mit einem sogenannten modifizierten Rebalancing der LNG Hydrogen Economy ETF, der gerade mal 28 Unternehmen enthält und vor allen Dingen auch darin Unternehmen hat, die nicht ausschließlich sich mit Wasserstoff beschäftigen. Ihr könnt in den Top 10 zum Beispiel eine Daimler oder eine Toyota mitfinden, aber auch eine Cummins, der höchst gewertete Wert, Christian, macht nicht ausschließlich in Wasserstoff, sondern macht noch vieles anderes. Hier ist also vieles versammelt, was an dieses Trendthema andockt. Und auch wenn es nicht das absolute Pure Play ist, ist es zumindest eine interessante Positionierung mit etwas breiterer Aufstellung und eine Positionierung mit einer richtig guten Performance, die sich leider in dem ETF noch nicht ereignet hat, weil er noch gar nicht so lange am Markt ist. Ja, also der ETF ist eben auch der erste. Das ist ein wesentlicher Grund, warum wir darüber reden, weil wir hatten in den letzten Wochen und Monaten, je stärker das Thema Wasserstoff auch in der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und an der Börse war, immer häufiger die Frage, was für einen ETF gibt es denn auf Wasserstoff? Und lange Zeit gab es irgendwie keinen. Und der von LNG ist eben der allererste. Nun muss man auch bei einem ETF aber was anderes machen als beispielsweise bei einem Indexzertifikat. Da kann man einfach 5, 6 Pure Plays, was weiß ich, eine Plug Power, heute mit Bilanzskandal, eine ITM, eine Ballot Power und eine Nell und noch 2, 3 kleine zusammenpacken, Basket drauf stören und gib ihm ab an die Börse. Dafür machst du aber keinen ETF, sondern beim ETF braucht man ja schon mehr Aktien, die auch entsprechend kapitalisiert sind. Ein ETF lohnt ja auch erst ab einer gewissen Größenordnung und man braucht vor allen Dingen auch ein nachhaltiges Konzept, weil es ist ein gewisser Aufwand, einen solchen ETF zu bringen und der soll ja dann auch länger als ein paar Jahre nur am Markt sein. Und insofern macht es Sinn, ein ordentlich breit aufgestelltes Konzept dazu machen. Das hat LNG hier an dieser Stelle auf jeden Fall getan. Sie haben sich 5 Bereiche rausgesucht, nämlich natürlich zuallererst mal die Wasserstoff- und Elektrolysefirmen. Da sind wir dann so bei beispielsweise einer Nell. Dann natürlich die Brennstoffzellenfirmen Ballard Power, Fuel Cell Energy, dann die Membranenhersteller, also alle möglichen Komponentenhersteller. Viertens dann alle diejenigen, die sich mit dem Transport, der Logistik, der Verwahrung, dem Abfüllen und auch der Produktion von Gasen beschäftigen, weil das sehr, sehr wichtiges Know-how ist. Da sind wir dann bei meinen Favoriten, nämlich Linde, Air Products and Chemicals und Air Liquide, sowie schließlich als 5. Bereich Anwendungen, wo Wasserstoff besonders wichtig sein wird in der Mobilität, vor allen Dingen bei Schwerlastkraft. Und da haben wir dann eben nicht nur eine Daimler und eine Hyundai, sondern eben auch eine Cummins, momentan das in Anführungszeichen Schwergewicht mit 5%, ein Unternehmen, was eigentlich für Diesel- und Gasaggregate steht, aber seit einigen Jahren schon in Wasserstoff investiert und da eine ganze Reihe sehr erfolgversprechender Anwendungen hat, die jetzt endlich auch mal auf die Börsenbewertung durchgeschlagen sind. Genau, das haben sie. Die Börsenbewertung ist in den letzten Monaten mit dem populärer werden dieses Trendthemas deutlich angestiegen. Ende 2018 gab es die Aktie noch zu einem Enterprise Value zu EBITDA Verhältnis von 6,6. Mittlerweile ist man bei 13,2 angekommen, hat also die Bewertung dessen, was man da so macht, verdoppelt. Das sicherlich auch deswegen, weil das Unternehmen an dieser Stelle anders gesehen wird. Das Unternehmen als solches ist sehr robust aufgestellt, wie Christian auch schon gesagt hat, sehr breit aufgestellt und vor dem Hintergrund vielleicht auch einen Blick wert, wenn ihr an dieses Thema glaubt. Aber bevor wir noch ein bisschen stärker auf Cummins eingehen, mir ist ein Thema bei dem ETF, Christian, besonders wichtig. Wir sehen es auch bei der Zwischenfolie, die einem Screenshot von dir aus dem Februarbeginn zugrunde liegt. Wir haben hier was zum Thema modifiziertes Rebalancing gehabt. Und da hat es sich ja so abgespielt, dass Anfang Februar und jetzt eben auch der Screenshot
die Fuel Cell Aktie mit knapp über 20%, nämlich präzise 21,29%, als der Fonds gerade so angefangen hat loszulegen, mit einer Fondsgröße von damals noch 2,1 Millionen, 21% in diesem Unternehmen war. Und hier gibt es eben was ganz Spannendes im Indexkonzept. Wenn eine Aktie am Monatsende die 15% Gewichtung übersteigt, was hier ja dann offensichtlich der Fall war, dann passiert etwas. Was ist das? Was passiert da? Wie funktioniert das und wie wird es dann umgesetzt? Nun, du hast einen gleichgewichteten Index im Großen und Ganzen, also Werte, die allzu klein sind vom täglichen Handelsvolumen her, werden dann etwas runtergezogen, aber im Großen und Ganzen ist es gleichgewichtet, sieht man auch, wenn man in die Liste der Werte schaut, das liegt alles eng beieinander. Aber es kann ja mal sein, gerade bei diesen Pure Plays, dass Werte mal nach oben abhauen, und bei Fuel Cell Energy ist genau das passiert. Zwischen November und Februar, wohlgemerkt 3 Monate, hat sich diese Aktie mehr als verzehnfacht. Naja, dann ist klar, wenn sie am Anfang irgendwie, was weiß ich, 2% hatte, hatte sie danach eben 20%. War also ein Klumpen, und demzufolge auch, wenn dann die Luft wieder entweicht, dann würde es entsprechend runtergehen. Und da sagt LNG an dieser Stelle also, wenn es mehr als 15% sind, dann gibt es ein Rebalancing, dann werden alle Unternehmen wieder so gleich gewichtet, wie es vorher im regulären Rebalancing auch war. Also sozusagen eine Notbremse, womit man auch natürlich dann diese Gewinne, die auf solchen Ausreißern sind, zumindest teilweise sichern kann. Das ist eine hochintelligente Geschichte, und es ist also wirklich ein kleines, feines Detail, was sehr, sehr für diesen Ansatz spricht. LNG macht ja sehr, sehr viele Themenfonds, und wir hatten ja schon den Robo, den Robotic ETF, wir hatten den Value Chain Battery ETF hier, und auch hier sieht man, also ich will das mal nennen, diese Liebe zum Detail, die ganze Sache einfach sehr, sehr rund macht. Ändert natürlich nichts daran, also ganz trifft man natürlich den Punkt nie mit dem Rebalancing, insbesondere weil zwischen dem Rechnen und der Wirksamkeit im Fonds 2 Wochen liegen. Deswegen, seit der Fonds tatsächlich an den Markt gekommen ist, mit diesen eben gezeigten Klumpen, ja, hat er natürlich erstmal noch 2 Wochen verloren, kräftig, liegt dadurch auch entsprechend unter Wasser, etwa 10-12% aktuell, bestätigt also wieder mal unseren Satz, Timing is a bitch, ja, an dieser Stelle allerdings aus anderer Richtung. Wenn ein Themenfonds kommt, ist es häufig eine vorübergehende Spitze in einem Thema, das hatten wir bei der Sendung zu den Themen-ETFs immer wieder erwähnt, da vorsichtig zu sein und dann nicht gleich alles reinzubollern. Aber es zeigt, man hat hier jedenfalls eine gute Reaktion, und man hat ein Indexkonzept, was unabhängig ist von diesen, ich nenne sie mal, Hype-Werten. Ja, und das Schöne daran ist, dass die Bewährungsprobe für dieses Indexkonzept, funktioniert es dann auch so, lässt sich das so umsetzen, gleich mal am Start mit dabei war, ist ja auch ganz praktisch. Zu den Rahmendaten vom Fonds sei auch nur gesagt, TER, also die Gesamtkostenquote, liegt bei knapp unter 0,5%. Er ist physisch replizierend, und die Geldbriefspanne wird im Bereich von 0,1% angegeben und angestrebt. Da war ich extrem überrascht. Nein, die wird nicht angegeben, sondern diese Zahlen kommen ins Fondsporträt, weil ich einfach gucke, wie wird der Fonds gerade quotiert. Das ist also von der Zeit auch abhängig. Ich schaue immer, dass ich das mache, wenn gerade die Börsen in Europa und in den USA offen sind. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich reingeguckt habe, wurde das Ding quotiert mit einem wahnsinnig engen Spread für diese Werte. Und das muss man ja auch sagen, das ist auch mal eine Leistung. Was natürlich auch mit daran liegt, dass der Fonds sehr schnell Volumen bekommen hat, also relativ viel Traktion drin, 260 Millionen Euro jetzt schon drin. Es ist natürlich auch ein Riesenthema. Und über die Kosten, ganz klar, müssen wir reden. Ja? 0,49%, das ist nicht das, was wir von ETFs gewöhnt sind, sondern da ist es so, die Spezialität, das Research, das hat hier einen Preis, und wir haben halt hier es nicht mit einem klassischen
Index zu tun, sondern wirklich mit einem Spezialindex, wo du nicht einfach ein Screening in Bloomberg machst, sondern wirklich Researcher herausfinden müssen, ob die Werte wirklich passen. Das ist so ein Mittelding zwischen klassischem Index, der extrem günstig ist, und aktivem Management, das extrem teuer ist. Und dafür ist 0,49 sicherlich nicht günstig, aber in meinen Augen angemessen. Die Frage ist immer, wer kauft so etwas und wer braucht so etwas? Vielleicht für diejenigen interessant, die in den letzten Monaten ein goldenes Händchen hatten mit Wasserstoffaktien, die vielleicht wirklich, anders als Tobias und ich, eine Nell rechtzeitig gegriffen haben und die Vervielfacher mitgenommen haben. Hey, das ist ein Riesenglück. Und wenn man so viel Glück hat, einen solchen Treffer zu landen, und wenn man überzeugt ist vom Thema Wasserstoff, dann kann man auch demütig werden und sagen, okay, ich habe das spezifische Risiko jetzt mal in Form einer ganz spezifischen Chance volle Kanne abgerufen und ausgekostet. Und jetzt kann ich mich auch mal ein bisschen breiter aufstellen und wirklich nicht nur an einem Unternehmen partizipieren, sondern an der Hydrogen Economy. Und dann ist es eine Möglichkeit, ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, sich breiter aufzustellen und in einen solchen Fonds zu investieren, in dem eben auch eine Linde, eine Air Chemical Products ist und eine Air Liquide. Ja, und Werte, die halt einfach so eher mein Beuteschema sind. Ja, ein letzter Punkt, der bei dem Fonds auch noch eine Erwähnung wert ist, ist die regionale Allokation. Also, dass wir mal einen ETF haben, der dann auch unterhalb eines Viertels in den USA investiert ist, kann man auch mal erwähnen. Und das soll es dann dazu gewesen sein. Ein Wert kommt aber aus den USA. Wir hatten den eben schon kurz angesprochen mit der aktuellen, ja, Hochbewertung im Bereich Enterprise Value zu EBITDA. 6,6 auf 13,2 hat sich da getan. Was bei Cummins ansonsten auffällt, ist, dass es nicht unbedingt der Umsatzdynamiker ist, Christian. Auch nicht der Margendynamiker, sondern ein sehr, sehr stabil laufendes Unternehmen. Beim Free Cashflow haben sie in dem entsprechenden Vergleich eine ganz gute Entwicklung da gehabt. Aber ansonsten, wenn man sich Gewinne und so weiter anguckt, ist es eigentlich ein relativ stabil wirkender Tanker. Teilst du das? Ja, ich meine, die letzten zwei Jahre schon vor Covid waren halt beim Umsatz mal eine gewisse Plateaubildung. Vorher war das Wachstum jetzt auch ganz in Ordnung. Auch bei der Dividende im Durchschnitt über 10 Jahre 7-8%. Auch Dividende Wachstum, Dividende seit 17 Jahren gesteigert. Das ist wirklich, ja, ein klassischer Maschinenbauwert, der auch dafür steht, dass solche vermeintlich alten Unternehmen durchaus in Zukunftsindustrien sehr, sehr erfolgreich sein können. Es dauert manchmal, bis man das so mitkriegt, aber das macht ja nichts. Und wenn man sich mal für so ein Unternehmen entschieden hat, dann freut man sich dann, wenn man sieht, ach naja, ich habe tatsächlich ein Unternehmen, was ordentlich geführt wird und was auch in eine neue Zeit entsprechend sich einstellen kann. Das sieht man auch bei Nahrungsmittelherstellern, sowas hatte man bei Nestlé. Und dann läuft es halt jetzt mal wieder eine Zeit lang sehr dynamisch. Da wird natürlich jetzt ein bisschen Potenzial der Zukunft abgefrühstückt. Man wird mal sehen, was sich tatsächlich im Wasserstoff- und Brennstoffzellenbereich davon dann am Ende materialisiert. Aber es ist ja nicht so, dass nichts da wäre. Ich meine, die machen 2 Milliarden Dollar Free Cashflow im Jahr. Und da kannst du die Hälfte vielleicht für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben, dann bleibt immer noch 1 Milliarde, die du im Unternehmen einsetzen kannst, um weiter an diesen Zukunftsthemen zu arbeiten. Das ist doch großartig. Man muss doch auch nicht so tun, als wenn Zukunftstechnologien, Zukunftsbranchen, Zukunftsanwendungen nur von Startups gemacht würden. Vielleicht auch am Anfang, ja, aber sehr viel entsteht auch in Großunternehmen oder in arrivierten Mittelstandsunternehmen. Und an denen kann man sich beteiligen, an denen kann man dauerhaft beteiligt sein. Und mein Gott, also was für ein solches Unternehmen in diesen Zeiten ein KGV zwischen 19 und 22, je nachdem, welche Zahlen man nimmt, zu viel sein soll, kann ich nicht verstehen. Und damit haben wir diesen Abschlusskommentar zur Bewertungseinheit von Cummins von Christian auch noch mitgenommen. Das war die, ja, Themenmix-Folge von Echtgeld TV. Wir hoffen, euch hat es gefallen.
Wenn ihr einzelne Bewertungen, Einschätzungen kolossal anders seht, schreibt es gerne in den Kommentaren. Und wir sind gespannt, was da zu lesen ist, und sagen ansonsten, wie üblich, investiert so clever wie möglich, bleibt gesund und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir euch hier begrüßen zu Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.